Unsere Erde ist in Gefahr. Sie wird immer heißer. Noch können wir es schaffen, eine unkontrollierte Erderwärmung zu verhindern. Wir müssen auch das CO2 wieder aus der Luft holen, das wir erzeugen. Im Moment sind das etwa 38 Milliarden Tonnen jedes Jahr. Das CO2 ist in allem enthalten, was wir verbrennen, um Energie zu erzeugen. In Kohle, in Holz, im Öl und auch im Gas. Beim Verbrennen wird das CO2 freigesetzt und gerät in die Umwelt. Es legt sich wie ein unsichtbarer Mantel um die Erde, die ihre Wärme dadurch nicht mehr abgeben kann. Deshalb wird es durch immer mehr CO2 immer wärmer auf der Erde. Können uns vielleicht die Ozeane helfen, das viele CO2 aus der Luft zu speichern? Können Produkte aus Algen einen Beitrag leisten, unser Klimaziel zu erreichen? Drei international angesehene Klimafachleute diskutieren, ob das möglich ist. Ozeane sind schon jetzt die größten CO2-Speicher der Welt. Allein aufgrund ihres riesigen Volumens speichern sie in ihrem Wasser jährlich ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen. Genau wie Pflanzen an Land betreiben Wasserpflanzen Photosynthese. Mithilfe von Sonnenlicht spalten sie das CO2. Den Kohlenstoff darin nutzen sie zum Wachsen. Den Sauerstoff, der drin steckt, geben sie ans Wasser ab. Das nützt den anderen Lebewesen. Einige Algen brauchen für ihre kalkigen Hüllen sogar ganz besonders viel Kohlenstoff. Sterben sie später irgendwann ab, sinken sie auf den Meeresgrund und speichern dort das CO2 noch über lange Zeit. Doch die Alge hat noch viel mehr drauf. An der Technischen Universität München erforscht ein Team um Professor Thomas Brück neue Materialien auf Algenbasis. Er züchtet die Wasserpflanzen im Labor. Algen speichern viel CO2. Das ist schon mal gut. Die Idee von Professor Brück? Aus diesen Algen Materialien herzustellen, die andere Produkte ersetzen können, deren Herstellung viel CO2 verursacht. Wie zum Beispiel Stahl und Aluminium. Mit Algen könnte man also einen doppelten Effekt erzielen. In Material aus Algen ist CO2 gespeichert. Und man müsste viel weniger klimaschädliche Baustoffe herstellen. Algen haben eine besondere Eigenschaft. Sie bilden Öle, die man bei der Herstellung vieler Materialien nutzen kann. Um verschiedene Algen zu vergleichen, zieht Brück unterschiedliche Kulturen heran. In einem Schüttelreaktor wird mit Temperatur, Nährstofflösung und Licht experimentiert, um die geeignetste Alge zu finden. Es gibt einen Favoriten. Ja, das ist die Mikroalge Microchloropsis salina. Gegenüber anderen Stämmen hat diese Alge auch besondere Fähigkeiten. Sie wächst nämlich um einiges schneller und bildet damit auch mehr Öle. Damit die Pflanzen möglichst viel von diesem Öl produzieren, lässt man sie hungern. Ohne Nährstoffe bauen die Algen nämlich ihre Zellen um und bilden Öle. Das ist der Ausgangsstoff für Thomas Brücks Forschung. Doch wie kommt er an das Algenöl? Wir nutzen Enzyme, um die Zellwände aufzuschließen und das Öl von der restlichen wasserlöslichen Phase trennen. Und ich kann das dann abschöpfen. Ja? Sehr wenig Energieaufwand, keine toxischen Lösemittel, sehr umweltverträglich. Es sind also keine giftigen Substanzen im Spiel, sondern als Werkzeuge werden ganz natürliche Eiweißmoleküle eingesetzt. Das Öl besteht aus zwei Teilen, Glycerin und Fettsäuren. In einem chemischen Prozess werden sie voneinander getrennt und bilden die Grundlage für verschiedene Produkte. Die Fettsäuren werden weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Kunststoff, sogenanntem Bioplastik.
oder zu Kraftstoffen, etwa für Flugzeuge. Der zweite Bestandteil des Algenöls ist Glycerin. Das ist die Ausgangssubstanz für den Hightech-Werkstoff Carbonfaser. Das ist Carbonfaser, nachdem man diese Faser gewebt hat und mit einem Harz verklebt. Dann kann man sie kombinieren mit einem Naturstein. Diesen Stein kann ich schneiden und habe ganz neue Eigenschaften. Auf einmal kann ich den biegen. Und dieses Teil ist so leicht wie Aluminium, aber hat die Härte von Stahl. Ich kann damit Leichtbau realisieren. Aus Carbonfasern entstehen zum Beispiel Karosserien für Autos oder Flugzeuge. Bei deren bisheriger Produktion wird enorm viel CO2 ausgestoßen. Durch nachhaltige Algencarbonfasern könnte das eingespart werden. Und das CO2, das die Alge vorher aus der Luft geholt hat, bleibt in dem pflanzlichen Material gebunden und geht nicht mehr in die Luft zurück, auch wenn die Produkte irgendwann recycelt werden. Algenprodukte, die das schädliche Klimagas über sehr lange Zeit einlagern. Ist das ein Mittel gegen den Klimawandel? Unsere CO2-Fachleute setzen sich mit dieser Methode auseinander. Jennifer Wilcox berät die US-Regierung in einem eigenen Ministerium für CO2-Management. Professor Jan Minks forscht und schreibt für den Weltklimarat. Professorin Julia Pongratz erforscht, wie unsere Landnutzung das Klima beeinflusst. Die drei sehen viele Anwendungsmöglichkeiten für Algenprodukte, aber auch Herausforderungen bei der Umsetzung. Wir müssen überlegen, wo die Algen angebaut werden sollen. Sollen es große Container an Land sein oder ist es draußen im Meer? Das sind die Aufgaben, die wir lösen müssen, wenn wir das in großem Maßstab umsetzen wollen. Wir müssen kritisch auf solche Produkte schauen. Wenn man die Algen mit CO2 züchtet, um daraus einen flüssigen Kraftstoff zu produzieren, dann wird der verbrannt und das CO2 gelangt so wieder zurück in die Atmosphäre. Das ist kein Kohlenstoffabbau. Es kommt immer darauf an, was wir herstellen. Denn wir können Dinge produzieren, die nicht so langlebig sind, wie zum Beispiel Flugzeugtreibstoffe. Oder wir können etwas herstellen, das wirklich langlebig ist, wie Carbonfasern. Ich denke, dass die ein wirklich interessanter Vorschlag sind, weil es riesiges Potenzial im Bausektor gibt, um andere Materialien zu nutzen, um Alternativen zu haben zu den klassischen Metallen, die wir verwenden. Da denke ich, dass Carbonfasern eine sehr, sehr gute Alternative sein können. Wenn die Frage geklärt ist, wo die Wasserpflanzen am besten gezüchtet werden, könnten Baustoffe aus Algen einen wichtigen Beitrag leisten, um andere Materialien zu ersetzen. Und in ihnen bleibt der Kohlenstoff auf alle Ewigkeit gespeichert.